vom IT-Freelancer, Softwareentwickler hin zum Unternehmer, IT-Unternehmer, Softwareentwickler, Systemhaus transformieren. Ja, herzlich willkommen zu dieser Episode meiner Videoserie für Freelancer, Selbstständige, Kleinunternehmer und solche, die es noch werden wollen, beziehungsweise auch schon Unternehmer, die schon mehrere Mitarbeiter haben, aber auch da in die nächste Stufe rein skalieren und wachsen wollen. Ich möchte in dieser Videoserie hier einige einfach mal Rechenbeispiele bieten, wie sowas genau ausschauen kann, also ganz konkrete Rechenbeispiele. Und wir gehen von einer Kenngröße aus und das ist der sogenannte Kundenwert. Und da nehmen wir einfach mal eine fiktive Zahl von 30.000 Euro pro gewonnenen Neukunden. Das ist zugegeben, sagen wir mal, mehr oder weniger eigentlich schon das Minimum, wo ich sagen würde, wenn du als IT-Experte, sagen wir mal, als IT-Unternehmer, ja, insgesamt auf dem Lifespan, ja, da spielt natürlich auch der Zeitraum eine Rolle, von 1 bis 3 Jahren nicht Minimum einen Kundenwert erzeugen kannst, generieren kannst von 30.000 Euro, dann ist dieses Beispiel nichts für dich, beziehungsweise dann wird es sowieso schwierig. Ja, das heißt, es sollte eher 30.000 Euro und mehr sein. Wir gehen jetzt mal davon aus. Dann ist das Video auf jeden Fall für dich und es ist auch für dich, wenn du auf jeden Fall mehr willst, wenn du wachsen willst, wenn du Leute einstellen willst, wenn du letztendlich richtig zum Unternehmer werden willst, wenn du vielleicht jetzt noch Freelancer bist und Solopreneur, also Einzelkämpfer. Möchtest du die ersten einstellen, die ersten Leute, oder wenn du vielleicht 2, 3 Leute hast und möchtest irgendwann mal 10, 20 Leute haben, dann ist dieses Video für dich auf jeden Fall von Relevanz. Und auch dieses Video ist auch für dich von Relevanz, weil ich dieses Video etwas nutzen möchte, dahingehend auch entgegenwirkend zu diesem wahnsinnig sehr weit verbreiteten Klischees. Ja, über diverse YouTube-Werbeanzeigen, LinkedIn, Facebook, überall von diversen Online-Marketing-Agenturen und Experten, die natürlich ihre Dienstleistungen verkaufen wollen, teilweise auch sehr hochgradig spezialisiert sind, teilweise auch nicht, ja, unterschiedlichste Art, Form und Art und Weise dort ihre Dienstleistungen verkaufen wollen. Und also wirklich sehr häufig, ich einen Satz immer wieder höher in ihren Werbeslogans und der ist der: Ah, lebst du aktuell von Empfehlungen, Weiterempfehlungen über deinen Bekanntenkreis, über ehemalige Kunden und kannst deswegen nicht skalieren? Das ist zwar super, aber du kannst nicht skalieren. Ja? Meine These, und da möchte ich auch ein bisschen entgegenwirken, diesen Klischee, dass letztendlich auf der einen Seite gibt es Weiterempfehlungen, ja, und das bedeutet, du kannst nicht skalieren. Auf der anderen Seite gibt es dann Online-Marketing und das bedeutet, du kannst super skalieren. Ich möchte meine These oder sagen wir mal meine Erfahrung von weit mehr als 20 Jahren, aber es ist ja auch egal, es zählt ja nicht die Erfahrung, sondern nur das Ergebnis, hier mal einwirken lassen und eine These oder sagen wir mal eine etwas gegensätzliche Behauptung hier zum Besten geben. Und die ist, dass letztendlich jede Art von Kundengewinnung am Ende auf Empfehlung basiert. Okay, das möchte ich jetzt mal so im Raum von Weiterempfehlungen basiert. Das möchte ich jetzt mal so im Raum stehen lassen. Ja? Und im Laufe dieses Videos oder also auch im Laufe der kompletten Videoserie-Episode, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann solltest du das schleunigstens tun, wird sich das dann auch dieses Geheimnis lüften, was ich da genau mit meine. Und genau. Okay, starten wir einfach mal mit dieser Kennzahl. Ich gehe mal an die Tafel und mal ein paar Sachen auf. Und wir gehen jetzt hier einfach mal, ich mache es hier einfach mal so schwarz, wie die schwarzen Zahlen, ja. Wir haben hier einen Kundenwert und den male ich jetzt hier einfach mal auf. Das ist sozusagen unser Customer Lifetime Value. Ich kürze es hier mal ganz gerne so ab. Customer Lifetime Value
weil ich auch an der Tafel nicht so unmengen viel Platz habe. Das ist aber dann der Kundenwert. Ja? Maximaler Kundenwert von 30.000 Euro. Ja? Und wir sagen, wir rechnen das jetzt halt auf, sagen wir mal, möchte ich gerne Zahlen nutzen, die einfach zum Rechnen sind. Aber das kann natürlich sein, dass du ganz andere Zahlen hast. Wenn du sie schon ausgerechnet hast, dann eben hast du eben andere Zahlen. Wir sagen hier einfach mal, das hier ist, sagen wir mal, auf 20 Arbeitstage ist das ungefähr ein Tagessatz. In der IT-Branche geht es halt häufig von Tagessätzen, Tagessatz. Und das ist quasi der Kundenwert. Ja. Ich schreibe es hier nochmal hin. Das würde bedeuten ungefähr einen Tagessatz von 1.500 Euro netto zuzüglich Mehrwertsteuer. Das ist dann sozusagen auch der durchschnittliche Tagessatz, den man quasi so ja, für eine Senior IT-Dienstleistung durchaus verkaufen kann. Ja. Geht auch mehr, es geht aber auch weniger. Ja? Also 1.500 Euro ist jetzt kein Wucherpreis. Und deswegen eine sehr gute Zahl. Mit anderen Worten, das wäre jetzt ungefähr eine, sag mal, wenn du jetzt hier eine Ressource drin hättest, dann wäre das ungefähr ein Zeitraum, das können wir ja auch noch hinschreiben, von 6 Wochen. Ne? 6 Wochen oder anders gesagt 30 Manntage. Ja? Oder warte, 20 Manntage. Scheiße, 4 Wochen. Okay, schlecht gerechnet. 1.500 mal 20 sind 30. 4 Wochen. Okay, entspricht 20 Manntagen. Entweder Personentage, PT oder MT Manntage. Je nachdem, wie das bei dir eben die gängigen Bezeichnungen sind, nur damit wir halt vom Gleichen sprechen. So, das ist jetzt das, wo wir sagen, okay, wenn wir einen Neukunden gewonnen haben, ist es das letztendlich in Zahlen, das, was wir quasi umsetzen, also einnehmen. Das bedeutet, das ist jetzt nicht unser Gewinn, ja, sondern das ist unser Umsatz. Ja, ist auch nicht unser Deckungsbeitrag, es ist unser Umsatz. Ja. Und wichtig hierbei ist natürlich, ganz, ganz wichtig, Mindset. Du willst Unternehmer werden oder bist schon Unternehmer und dieser neue Kundenwert, den du generiert hast, der wird natürlich von einem Mitarbeiter abgearbeitet. Das heißt, im Delivery, also wenn es Delivery oder Fulfillment, ganz, ganz wichtig, weil es bringt ja nichts, wenn ich meinen Kunden lauter Neukunden bringe zum Beispiel und dann gibt es niemanden, der die Arbeit quasi fulfillen kann. Ja? Hier rechnen wir auch etwas gut, dass wir sagen, okay, das ist für eine Person, die ist dann 4 Wochen lang beschäftigt, die kostet uns 84.000 Euro im Jahr. Ich nehme bewusst diese Zahl, weil man es leichter rechnen kann. Es ist aber schon das obere Ende eigentlich eines Senior Developers, den wir hier quasi verkaufen. 84.000 Euro. Jahresgehalt. Okay. Das entspricht ungefähr, wir rechnen es hier dann auch nochmal um, auf Monat 7.000 Euro netto. Also für ein Brutto, Monatsgehalt. Ne? Und das ist ungefähr umgerechnet auf einen Tag, auf einen Manntag, ungefähr 350 Euro. Tagessatz. Okay, also. Das sind jetzt nur ganz grobe Zahlen. Es kann sein, dass wir, sagen wir jetzt hier mit 84.000 Euro Rechnung, aber der Entwickler verdient halt im Endeffekt nur 70.000 oder irgendwie sowas, je nachdem,
wie die Arbeitnehmeranteile sind und all das. Ich will jetzt hier keine buchhalterische Rechnung aufmachen, sondern es geht hier ganz grob nur um die Hausnummer, um zu verstehen, was wir hier eigentlich machen. Und da auch schon mal gleich vorweggenommen, du merkst schon, was wir hier machen. Es geht hier gar nicht jetzt erstmal darum, was kostet uns die Online-Marketing-Kampagne, was kostet uns ein Klickpreis, was kostet uns ein Lead, was kostet uns die Opportunity, was kostet uns die Online-Marketing-Agentur, ja, oder, sondern wir fangen ganz woanders an. Wir fangen an, was ist ein Kundenwert, und wenn die Größe, die muss stimmen, alles andere wird sozusagen aus dieser Kundenwertgröße generiert. Wenn die nicht realistisch ist oder wenn die sehr weit abweicht von der Realität, ist alles andere für die Katz. Okay? Also hier schon mal ganz, ganz wichtig, das hier zu verstehen. Und dann natürlich müssen wir wissen, okay, wer setzt den ganzen Kunden, das ganze Projekt dann um, und verdienen wir da überhaupt noch was dran? Und das ist eben hier ungefähr so, dass wir sagen können, wir haben hier jetzt einen Tagessatz, den geben wir weiter an unseren Mitarbeiter von 350, und wir haben hier einen Tagessatz, den holen wir uns von unserem Kunden, der ist 1500, und das ist ungefähr ein Faktor, ob wir das jetzt per Monat rechnen oder per Tag, ist ja egal. Das ist jetzt hier ein Faktor von 4,29. Und der ist ganz, ganz wichtig. Deswegen mache ich den jetzt hier auch mal, umrahme ich den hier nochmal und vielleicht auch nochmal hier irgendwie grün nochmal unterstreichen, doppelt. Das ist wahrscheinlich einer der wichtigsten Faktoren, was letztendlich das Fulfillment betrifft, weil wenn wir hier zum Beispiel jetzt eine Zahl haben, die nur 2 ist, ganz grob gesagt, für ein Projekt verdienen wir 1.000 Euro am Tag und 500 Euro kostet uns der Entwickler, dann wäre die Zahl hier 2. Ja? Ganz logisch, ne? Ist jetzt nicht nach Adam Riese jetzt nicht so schwierig zu kalkulieren. Und also alles, was 2 ist und darunter, was in Richtung 1 geht, ist sehr, sehr kritisch, weil wir letztendlich dann Overhead nicht mehr bezahlen können oder nicht überhaupt nichts mehr richtig verdienen und so weiter. Ich habe genügend Agenturen, auch mitunter auch Online-Agenturen in meinem Leben gesehen, ich bin schon etwas älter, die hatten teilweise hier 2 und darunter, ja, und ja, die sind dann immer so am Break-Even rumgekrebst. Ja? Also wenn mal irgendwas war außer der Reihe, dann waren die schon quasi fast pleite, ja, und mussten sich wieder irgendwas von der Bank leihen. Also hier haben wir jetzt in dem Rechenbeispiel hier einen Faktor 4,29. Und das ist sozusagen, was damit kann man arbeiten. Das ist gesund. Das ist jetzt nicht überdimensional, übertrieben, gesund oder sowas. Aber es ist relativ, also das ist realistisch, sagen wir mal so. Ja? Das existiert da draußen. Ja. Und jetzt erst schauen wir rüber, jetzt an diesem Punkt bereits 13 Minuten gelabert und geredet hier in diesem Video. Und jetzt erwähne ich zum ersten Mal unser Werbebudget, ja, für die Online-Marketing-Kampagne. Und das ist jetzt hier, machen wir mal hier Werbebudget. Und das ist jetzt 3.000 Euro, ja. So. Weil es einfach ganz gerade und einfache Zahlen sind, wie komme ich jetzt auf 3.000 Euro? Ja, es ist einfach, um es simpel zu halten, das ganze Spiel, ja. Und gleichermaßen aber auch realistisch, okay? Also es ist durchaus möglich, mit einer Werbemaßnahme, ein Werbebudget von 3.000 Euro, Achtung, das ist nur das Werbebudget, okay? Das ist jetzt noch nicht das, was ich bezahlen muss, damit da jemand sitzt, die Werbekampagne aufsetzt, die Werbekampagne führt, kontrolliert und, ja? Also das heißt, es ist allein nur das Werbebudget, ganz, ganz wichtig, ja? Das heißt, es sind noch nicht die totalen Kosten, also noch nicht Total Cost per Acquisition, ist das noch nicht. Das ist nur das Werbebudget, okay? Das ist hier Total Cost per Acquisition. Das wäre dann hier irgendwo. Ja, was wir hier ausrechnen müssen.
Und was wir hier noch ausrechnen, dann sind so weitere KPIs, die dann letztendlich immer weniger wichtig werden und wir quasi, du weißt, du siehst schon, wir gehen rückwärts, ja? Wir gehen also rückwärts, okay? Total Cost per Acquisition ist dann etwas mehr. Okay, jetzt sagen wir, 3.000 Euro ist unser Werbebudget und alles, was wir dafür wollen, ist ein Auftrag. Okay, ist es jetzt realistisch oder nicht? Wir schauen jetzt mal ein bisschen rein in, wenn wir mal kurz einen Schluck trinken, in, ja super, wieder nichts zum Trinken hier. Schneller leer, ich hole mir mal was, sonst kann ich nicht mehr sprechen. Also wir sehen uns gleich, ciao.